Geht so natürlich nicht. Schwul sein ist okay, andere ärgern nicht. So, Freunde, in diesem Video teste ich mal durchgängig die digitale Bildstabilisierung von Filmora, weil ich mit dem Stabilisator der Kamera wirklich viel zu unzufrieden bin und zitternde Bilder hasse. Das tut meinen Augen weh. Sollte also manches manchmal komisch aussehen, liegt das definitiv am Bildstabilisator von Filmora. Auch, dass mein Gesicht so übertrieben nah ist, liegt natürlich daran, weil das Bild ja reingecroppt wird, um stabilisiert zu werden. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir irgendwann doch noch einen Gimbal kaufe. Völlig ab. Absurd. So, ganz kurzer Tageslicht-Test aus der Hand. Ne, also ich stick hier nicht dran, aber ich sehe auch scheiße aus, so fühle ich mich auch. Ich habe übelst Kopfschmerzen und na, wahrscheinlich war ich die ganze Zeit kameramäßig und dann noch bis 3 Uhr am PC. Ach, weiß ich auch nicht. Ja, mit dem Licht gegen das Licht, so sieht's aus, ist der Schärfentiefe-Knopf aktiviert. Wir gehen natürlich auch nochmal auf den Balkon, um richtig zu gucken. Stopp! Ja, laufen wir einmal hin und her. Achso, und wartet. Oh, hier sogar mit Sonnenlicht. Sonnenlicht. Jetzt huschen wir ganz schnell auf den Balkon bei minus 7 Grad. Wow. Kalt, 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 kalt. Tageslicht testen. Alle müssen denken, ich bin dumm da unten. Nee, das können wir nicht machen, ey. Da unten sind die Markthallenschüler, die dann zu uns zum Praktikum kommen oder was. Und ich stehe wie so ein Kekko auf dem Balkon. Oh, nee. Ja, naja. So, jetzt vlogge ich, so wie ich es gestern gesagt habe, weiß nicht, was ihr jetzt gesehen habt, ja, habe den Stab auch noch schön angewinkelt, damit ich hier wirklich mich schön von Front filmen kann und jetzt kommt nämlich der erste Vlog-Test. Was ich nämlich jetzt so oder so erzählt hätte, ist, ich habe mir gestern in der Edeka, weil es gab, Kurkuma geholt und ich habe absolut keinen Plan, ob, so wie ich sonst jetzt immer Ingwer reinmache, Kurkuma im Smoothie auch irgendeinen Effekt hat und deswegen kommt heute das erste Mal Kurkuma in den Smoothie und ich berichte euch dann. Ach, ich nippe einfach gleich mal. Okay? Okay, ich nippe doch nicht gleich, denn natürlich habe ich vergessen, Saft zu kaufen, weil ich, wie ihr gestern gesehen habt, außerplanmäßig mit meinem Kumpel nach dem Training neben der Packstation direkt im Edeka einkaufen war. Ich muss mir entweder angewöhnen, wie ich es immer sage, in der Edeka zu sagen, aber nicht im Sprechen zu denken. Ich sage nicht in der Edeka, weil keiner sagt außer mir in der Edeka und dann im Edeka zu sagen, mich dann dumm zu fühlen, weil für mich klingt im Edeka dumm. In der Edeka außerplanmäßig einkaufen gewesen. Und weil ich in der Edeka natürlich nicht meine Einkaufroutine habe, sondern freie Schnauze eingekauft habe, nur dran gedacht habe, oh warte, wenn du jetzt einkaufen gehst, musst du für einen Smoothie alles einkaufen, habe ich natürlich nicht an Saft gedacht. Oh, das heißt, ich muss den Smoothie jetzt mit Wasser machen und dann auf Arbeit wieder mit Saft auffüllen. Das heißt, ich kann es auf Arbeit testen, ob es irgendwie anders schmeckt und dann gibt es das Update später. Okay, großer Nachteil am Vloggen mit einer Kamera ist natürlich, wenn ich sie immer wieder ausschalte, Objektiv einfahre, denn das, wie gesagt, ist zum Ausfahren das Objektiv. Und Deckel drauf mache. Hier das Objektiv ist so wie es ist. Deckel ab und es geht los. Hier muss ich es halt jedes Mal erst klack. So, und jetzt ist es im Funktionsmodus und hat hier diese Zoom-Range. Ja, jetzt ist es wieder eingefahren und ist nicht zu benutzen. Ist natürlich der Handgriff jedes Mal vierfach anstatt Handy nehmen, draufdrücken oder GoPro nehmen, draufdrücken. Deswegen filme ich das jetzt auch mit dem Handy zu Ende. Der Geruch ist schon mal krass. An was erinnert mich das denn? Also sehr gräsern, ja. Sommerwiese auf jeden Fall. Ich muss von der Seite filmen wegen meinem Pickel. Aber ein bisschen würzig auch. Oh, ich komme nicht drauf, an was mich Kurkuma erinnert. Krass, ich bin gespannt, wie es schmeckt. So, jetzt wird natürlich nicht viel zu sehen sein, aber egal. Ich scheiße gerade komplett darauf, dass ein vernünftiger Erwachsener eigentlich weiß, dass er pünktlich auf Arbeit sein muss. Auch jetzt mal hier den perfekten Test. Was wird scharf, wenn ich mich hindrehe und wenn ich mich wegdrehe? Schon gestern Abend dachte ich mir so, boah, ich fange doch morgen bestimmt um 12 an, weil meistens fange ich mittwochs um 12 an. Warum auch immer fange ich heute um 11 und morgen um 12 an. Dabei will ich eigentlich donnerstags immer um 11 anfangen, weil immer wenn ich meinen Therapietermin habe, ich sonst zuzeitig auf Arbeit bin, weil eine Stunde Pufferzeit, die ich nicht erst nach Hause fahren kann. Und da dachte ich mir gestern so, komm, gehst einfach um 12 auf Arbeit und sagst dann, ach, da habe ich mich verguckt, ich habe die Tage verwechselt, naja, ich tausche einfach. Warum? Weil die Chefin eh nicht da ist. Dann dachte ich aber, nee, das ist doof, komm, stellst den Wecker auf, wie immer. Dann war ich heute eh vor dem Wecker klingeln wach, wusste aber, dass mein Wecker, ihr habt es ja gehört, um die Zeit geklingelt hat, nämlich 9:30 Uhr, wo ich aktuell irgendwie immer Zeitprobleme bekomme, weil mein Duschvorgang wieder relativ lang geworden ist und
Ja, da habe ich dann vorhin wieder entschieden. Ach, safe werde ich zu spät kommen. Und diese Entscheidung ziehe ich jetzt gerade absolut durch. Ich glaube, die letzte... Wartet, ich habe ja die Uhr dran. Ja, ich müsste jetzt los, um die letztmögliche Bahn zu bekommen. Stattdessen esse ich jetzt erstmal eine Wiener und einen Buttertoast, weil nur einen Bananenmilchshake frühstücken sehe ich nicht ein. Und Update zur Sucht. Heute ist es natürlich nach dem Koffeinkonsum gestern ganz, ganz stark. Es fehlt irgendetwas. Ja, ich brauche euch nicht Kompensation erklären, aber heute spüre ich es so ganz, ganz doll so. Ne? Hängt wahrscheinlich auch mit der Kamera zusammen. Ich müsste mich eigentlich gut fühlen und alles ist cool, weil die Kamera und yay. Stattdessen stehe ich auf, weiß, ach, heute ist wieder Mittwoch, heute ist wieder GTA-Fußball. Da habe ich irgendwie vorher keine Lust drauf, obwohl ich es natürlich gerne mache, für die Kinder, mit den Kindern und das Fußballding und mich aufs Turnier freuen 2 Wochen. Und da sagt mein Gehirn natürlich, okay, das, was dir jetzt fehlt, dieses Gefühl, was du suchst, dieses nicht begründete Schlechtsein, das kompensieren wir jetzt mit einem Energy. Und weil ich ja auch noch... Stimmt. Ich müsste nicht nur jetzt los. Ich würde es auch nicht nochmal zu Rewe schaffen. Aber wie eben gesagt, warum kriege ich das Ding nicht auf? Muss ich noch Saft kaufen für meinen Smoothie. Das heißt, ich werde wahrscheinlich 2 Bahnen später auf Arbeit fahren. Das heißt, eine Viertelstunde zu spät kommen. Jetzt mal grob geschätzt. Ich habe es gar nicht genau im Blick. So, und dann machen wir gleich noch den Taste-Test. Nur wegen der neuen Kamera. Später gibt es keine Taste-Tests nicht mehr, denn auch hier Edeka. Ich habe Drehbacher Wiener Würstchen gekauft. Die sind dunkler, dünner und schmecken ansonsten ganz normal wie Wiener Würstchen. Guten Appetit. Ja, und dieses Gefühl der Sucht gerade, ja, ist so stark, dass es sogar so weit geht, dass ich sage, hat das was mit der disziplinierten Entscheidung zu tun? Kann ich nicht trotzdem in Energy trinken? Ich werde doch heute Nacht eh nicht ins Fitnessstudio gehen. Dann brauche ich auch dieses Koffeinloch geprägte Müdigkeitstief nicht erzeugen. Und direkt fängt mein Gehirn an, sich rauszureden. Aber ich sage, ist echt krass, ich kann es wieder nicht aussprechen, ich wollte sagen. Aber ich sage euch, wenn ich heute einen Energy hole, dann ist der Vorsatz offiziell gebrochen. Und in dem Moment, wo ich wusste, wenn ich das jetzt ausspreche, wollte ich es nicht mehr aussprechen, um doch heimlich einen Energy zu trinken. Und das ist ja auch das Absurde. Ich könnte ja jederzeit heimlich einen Energy trinken und es euch einfach nicht erzählen. Aber logischerweise, das sind ja meine Vorsätze. Das ist ja Quatsch. Ich mache das ja nicht für die Kamera. Ich mache das ja in meinem Leben. Das ist doch scheiße, Freunde. Das ist doch scheiße. Ich habe es jetzt im Übrigen nicht ausgesprochen. Ne? Ich habe nur wieder indirekt mich selbst zitiert. Vielleicht finde ich noch ein Schlupfloch. Ich bin echt ein Opfer, Alter. Ich bin so schwach, traurig. Okay, der Bildausschnitt war natürlich komplett verkackt. Da hätte ich einfach mal das Display ausklappen können. Ich würde mir abgewöhnen, mit vollem Mund in die Kamera zu reden. Eine richtig schlechte Angewohnheit. Und das kann ich euch auch erklären. Ich habe früher nie mit vollem Mund geredet, weil das macht man nicht. Und irgendwann kam ich zunehmend in Situationen, besonders eben auf Arbeit, wenn man gemeinsam frühstückt oder so, wo Leute dir, während du isst, eine Frage stellen. Und ich wäre empathiebedingt wieder so, bevor ich jemanden, der isst, eine Frage stelle, gucke ich, ist der fertig mit Kauen. Also bilde ich mir zumindest ein. Und ich habe dann aber geschlussfolgert, okay, wenn die gerade sehen, ich habe mir gerade vom Brötchen abgebissen und stellen mir eine Frage, dann wollen die, dass ich jetzt antworte. Okay, dann macht man halt so, ne, dieses so, ja, ja, nö, nö, und antwortet mit vollem Mund. Und irgendwie habe ich mir dummerweise echt angewöhnt, ja, dann kriegen die Leute halt ihre Antwort. Und ich in der Kamera hier auch rede mit vollem Mund, was ja absoluter Quatsch ist, muss ich mir abgewöhnen, ey. Dieses Assi-Schwein bin ich geworden. Ja, der Bildausschnitt war jetzt natürlich hier von hier nach da absolut verkackt. Ich habe auch gar keinen Plan, ob hier Gesichtserkennung und so Augentracking ja läuft. Konnte ich jetzt auf dem kleinen Bildschirm nicht erkennen. Ja. Also und auch das möchte ich natürlich nochmal festhalten, weil hier steht allerletzter Spam-Vlog. Und man das ja jetzt durchaus wieder als Gespamme bezeichnen könnte. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meinte. Nämlich dieses, ich wach auf, nehme die Kamera, erzähle euch was. Ich gehe weiter, nehme die Kamera, erzähle euch was. Also quasi das, was ich heute mache. What? Nein. Ich weiß nicht, ob für einen Zuschauer dieser Unterschied ersichtlich ist, aber wie oft ich die letzte 1,5 Woche gern mit euch reden wollte, aber mir gesagt habe, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Das ist schon für mich enorm, auch wenn vielleicht im Video absolut nicht deutlich wird und dieses Video wahrscheinlich erst im Februar ankommt, weil ich schon wieder nicht weiß, wann ich weiter schneiden soll. Das ist die Begründung. Leute, doch, das ist sehr diszipliniert von mir. Ja, ich bin der absolute Loser. Ich bin der absolute Loser. Ich filme mir übrigens jetzt wieder mit dem Handy, falls nicht ersichtlich sein sollte, weil es, wie gesagt, schneller geht. Sehr gute Investition, diese Kamera. Wollen wir den Deal machen? Bis ich die 2023 Videos nicht fertig geschnitten habe, brauche ich nicht ins Fitnessstudio gehen. Und wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehe, brauche ich keinen Mittagsschlaf machen und dann brauche ich kein koffeinerzeugtes Müdigkeitstief und deswegen kann ich jetzt einen Energy trinken. Okay, ja gut, ihr habt zugestimmt, danke. So, und damit bin ich offiziell der größte Loser, aber es ist halt so. Ich weiß nicht mehr, warum ich, fuck, ganz viele Menschen, warum ich keinerlei Disziplin mehr für Dinge habe, die ich nicht sowieso ohne Disziplin schaffe. Ich weiß es nicht, Freunde. Es ist traurig. So,
So, ey Leute, jetzt geht's bei Polnisch aber auch heftig los. Könnt ihr die Frontkamera mal... Wirklich, ich habe schlechtes Kamerakarma. Man kann es nicht mehr anders sagen. Könnte auch mal irgendwas 100% funktionieren. Wieso bin ich denn so überbelichtet in der Frontkamera? Nur weil die Sonne mich anscheint. Könnten wir mal... Nee, kann die Frontkamera nicht. Naja, gut. Es gibt harte und weiche Konsonanten, die absolut nicht hart oder weich klingen. Ja, also man könnte jetzt nicht sagen, okay, T ist hart und D ist weich, sondern das ist einfach gefühlt völlig random. Also zumindest konnte ich es jetzt nicht nachempfinden. Und diese harten und weichen Konsonanten sind aber entscheidend für die grammatikalische Bildung von Endungen. Das heißt jetzt wirklich das erste Mal, dass ich, um Grammatik anzuwenden, eine stupide Sache, nämlich einzelne Buchstaben, auswendig lernen muss, ob sie halt hart oder weich sind. Und sowas konnte ich noch nie leiden, ey. Wenn du irgendwas in der Grammatik und Sprache wirklich stupide aus... Also, ne? Sonderfälle. Ja, unregelmäßige Verben und so weiter. Wenn man die einfach auswendig lernen muss, das mochte ich noch nie. So, jetzt kommt der Taste-Test, Freunde. Seid live dabei. Schmeckt ein bisschen wie Gemüsesuppe. Machst du Foto? Nee, ich teste gerade, wie mein Smoothie heute schmeckt. Weil ich das erste Mal Kurkuma drin habe. Und erzähl meinem Handy, wie es schmeckt. Schmeckt ein bisschen wie Suppe. Nicht so lecker. Hm. Vielleicht mit Ingwer zusammen und Zitronenschale. Nein. Hast du schon mal einen Smoothie getrunken? Ja. Das ist dein Joker. Ach, gar nicht. Quatsch, du willst noch was sagen? Wow, Freunde, man sollte auch auf Record drücken. Ich wollte was erzählen, dazu habe ich das Ringlicht angemacht, aber jetzt, wo ich die Qualität sehe, lasse ich das Ringlicht so für euch, der Vergleich. Ich mache das Ringlicht an, sieht das Ganze so aus. Nö, hat keinen Charme. Kann ich jetzt, Moment, ah nee, ich bin im Automatikmodus. Hä, warum kann ich denn erstmal nicht zoomen? Hä, kann ich im Selfie-Modus nicht zoomen? Kann ich nicht zoomen, während die Kamera läuft? Macht gar keinen Sinn. Nee, es muss irgendeine Begründung haben, die ich gerade nicht verstehe. Stimmt, ich gucke jetzt trotzdem noch mit euch zusammen, wie das Ganze auf dem Handy aussah. Wie dunkel bin ich auf dem Handy bei der Belichtung? Das ist das Handy, selbe Manier. Das ist schon krass, ey. Das ist das Handy, selbe Manier. Ich habe nur mich selbst hier vor mir. Und ja, so sehe ich aus. Das GoPro ist überhaupt nicht lichtempfindlich. Ich habe nur mich selbst an und das ist die GoPro. Ja, Vollformat macht halt den Unterschied. So, ich habe eine weitere Antwort auf eine der Fragen, wo ich mich immer frage, gibt es andere Menschen, denen es auch so geht? Und habe die Antwort vor allem aus dem Hort bekommen. Das finde ich mega cool. Ich klappe mich ein, sonst gucke ich die ganze Zeit dahin. Nämlich die Frage der Schönheitswahrnehmungssache und der Nichtfähigkeit, Schönheit mancher Menschen zu verarbeiten. Das Phänomen, was ich hin und wieder erlebe, dass mir jemand, für mich, in meinen Augen jemand so schön ist, dass ich das Gefühl habe, wo ist die Schublade im Kopf, um das zu verarbeiten? Kann ich nicht, weil die Person ist zu schön. Und wir haben ein Mädchen bei uns in der ersten Klasse. Ja, klassisches Kindchenschema. Ja, für alle, die nicht wissen, was das Kindchenschema ist. Wir sind darauf gepolt, gehirnmäßig große Augen, großer Kopf, kleiner Körper süß zu finden. Die Begründung dafür aus wissenschaftlicher Sicht ist eben, um diesen Beschützerinstinkt zu haben. Katzenbabys, große Augen. Ja, deswegen auch alle Anime-Figuren und Disney-Figuren immer große Augen, ja, Kindchenschema, finden wir einfach attraktiv und, also nicht attraktiv, sondern süß, ja, um eben den Mutter- und Vaterinstinkt zu wecken. Also das ist die wissenschaftliche Vermutung, ne, warum findet man was Kleines, Hilfloses, Niedliches, niedlich und süß, damit man es beschützt und es so einen höheren Überlebensaspekt hat, ja. Wenn wir Kleines, Hilfloses, Niedliches nicht niedlich finden würden, würden wir es nicht beschützen, dann würde es sterben, ja. Das, so, bin richtig gut darin, nachts Kindchenschema zu erklären. Wir haben ein Mädchen in der ersten Klasse, das erfüllt dieses Schema extremst. So große Augen hat kein Mensch in so einem kleinen Kopf. Ja, also mit großer Kopf meinte ich großer Kopf im Verhältnis zum Körper. Ja, wie halt ein Baby aussieht. Babys haben große Köpfe, große Augen und die finden wir niedlich. So, und unabstreitbar ist das einfach ein sehr hübsches Mädchen. Ja, das kann man ja einfach so sagen. Es ist... ohne Wenn und Aber, mit ihren leuchtenden, riesigen, riesigen Kulleraugen, einfach ein sehr hübsches Mädchen. Also, und sie ist blond und hat große blaue Augen. Und wir haben in der vierten Klasse ein arabisches Mädchen, die war mal in meiner Klasse.
was völlig irrelevant für die Story ist. Ich bin gar nicht im Erzählflow, merkt ihr das? Das ist mir auch schon aufgefallen, je hochwertiger das Equipment wird, desto mehr interpretiert man in seinen Vlog hinein und desto mehr kommt man einfach aus dem Flow, weil man denkt, ich will jetzt hier abliefern, weil guck mal, ich sitze in fast völliger Dunkelheit, aber die Kamera macht hier gute Qualität, wovon ihr auf YouTube, wie gesagt, nichts merkt, weil Renderprozess und YouTube einfach Qualität klauen. Egal. Und dann ist man völlig aus dem Flow. Und jetzt spreche ich natürlich in Klischees, was ich selbst in meinem Leben erlebt habe aus 9 Jahren oder 12 Jahren Tunesien-Urlaub. Wenn du als Europäer, als blonder, blauäugiger Europäer in ein arabisches Land kommst und mit Einheimischen kommunizierst. Jetzt natürlich in Zeiten des Internets ist das nochmal was ganz anderes. Das ist mir auch bewusst. Also was meine Schwester und meine Mutter angehimmelt wurden in Tunesien. Ja, selbst als meine Mutter dann schon alt war und dann immer dieser Spruch, nein, nein, das ist deine große Schwester, das kann nicht deine Mutter sein, guck an, wie schön sie ist und 20 Kamele hier und da. Also natürlich findet man nicht jeder, aber ich finde ja auch explizit arabische und asiatische Frauen von Grund auf attraktiver als europäische. Ne? Das ist das Fremde, was einen begeistert. Ich weiß, manche Menschen haben da komplett gegenteilige Polungen und sind rassistisch und finden Fremdes eklig oder abstoßend. Dieses arabische Mädchen aus der 4. Klasse, die eigentlich in der 5. Klasse wäre, also ne, die ist ja auch schon in der Pubertät angekommen, hat so ein, na, es ist keine kindliche Aussage, sondern es ist schon so eine kalkulierte, ich rede, oh, kotzt mich das an, wirklich, die Story hätte man in einer Minute erzählen können und ich labere mich im Kopf und Kragen und auch richtig schlecht, kotzt mich das an, ey. Jeden Tag, wo dieses große Mädchen uns im Einzelhort besuchen kommt, die kommt nicht jeden Tag, aber an jedem Tag, wo sie uns besuchen kommt, wobei man auch sagen muss, wieder an der Stelle, ein bisschen Selbstgefälligkeitstalk, mich besuchen kommt. Und sie sieht dieses kleine, blonde, riesenblauäugige Mädchen, sagt sie es. Sie kommt nicht umhin. Digga, sie ist so schön. Noch gestern wieder. Die steht direkt daneben oder die läuft vorbei oder spielt was und sie guckt sie einfach an. Und ich stehe daneben und denke so, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Wie ich im Burger King oder ich im Rossmann oder ich mitten auf der Straße oder im Bus und denke so, wie kann man so unfassbar schön sein? Ich muss das aufsaugen. Und so steht dieses 4. Klässler-Mädchen da und schaut sie einfach immer wieder an und verspürt den Drang, es ihr und mir und jedem zu sagen. Und wenn sie ihre Freundin dabei hat, auch so, guck, da ist sie wieder. Oh, sie ist so schön. Sie kommt da nicht umhin. Und es beruhigt mich, dass es auch anderen so geht. Ja, das beruhigt mich. Was mich nicht beruhigt, ist, dass ich scheiße labere. Was mich auch nicht beruhigt, ist, dass ab dem Moment, wo ich Schneiden mit Filmora eben als Prozess betrachte, als aktive Handlung des Auseinandersetzens und nicht Camtasia öffnen, Klick, blum, Klick, blum, Klick, Tastenkombi, Klick, Tastenkombi, Klick, Tastenkombi, Fließband, Fließband, Fließband. Ja, kostet das natürlich umso mehr Überwindung, weil ihr wisst ja, alles, was mich Anstrengung kostet und das ist alles, will ich gern nicht machen. In den Momenten, wo ich sage, oh nee, oh stopp, ist mir alles zu viel. So wie heute nach der Arbeit, ich lege mich einfach direkt hin und schlafe. Und das ist ärgerlich. Ja, Fließbandarbeit machst du dann einfach irgendwann. Ja, komm, okay, ja, komm, jetzt eine Stunde, Klick, brr, Klick, brr, Klick, brr. Aber aktive Auseinandersetzung mit Dingen fällt mir schwer. So. So, das finde ich witzig, weil die soll hier ja im Kreis rundherum wachsen. Und jetzt wächst sie natürlich erstmal einfach aufgrund der Biegung da drüben, ja, nach hier hinten. Und was mich nervt an der Kamera ist, dass mir beim Vloggen mitten auf dem Display Symbole angezeigt werden. Ja, Bluetooth juckt mich jetzt nicht. Wieso habe ich ein Bluetooth-Symbol mitten, also versteht ihr, brauche ich jetzt nicht. Naja, ja, und deswegen habe ich die jetzt hier einfach mit. Ich wundere mich schon wieder, warum hier nichts scharf wird. War ich schon wieder rangezoomt. Oh, ich muss. Das ist scheiße, dass ich hier keinen Zoom-Lock habe. Ich hätte gerne einen Zoom-Lock. Ja, jetzt wird. Ja, und sofort fokussiert hier nämlich auch was. Ja, deswegen habe ich einfach mit Panzertape festgeklebt. Zoomen wir einmal ran. Zoom wieder raus. Achso, und jetzt habe ich, glaube ich, wieder den Produktplatzierungsmodus angemacht. Ach man, ich weiß es doch auch nicht, Freunde. Ihr habt es verstanden, oder? Was ich euch sagen wollte. Verstanden? Ich glaube schon. So im Übrigen wäre die Kamera jetzt exakt an der Stelle, wo sonst das Handy klemmt, nur in eine andere Richtung. Das Ringlicht ist jetzt links von mir, wie man an der Belichtung sehen sollte. Aber es ist schade, weil jetzt ist ja von meiner Hintergrundbeleuchtung gar nichts drauf. Das heißt, wobei beim Weitwinkel ist natürlich von schräg oben trotzdem besser. Ich nehme es mal ein Stück runter und switche hier noch ein Stück nach da. Ah, nee, so. Guckt, so ist besser, aber jetzt bin ich zu
weit unten. Jetzt müsste ich hier hochkommen. Jetzt müsste ich mich wieder hinstellen. Aber ja, klar ist es schön, wenn im Hintergrund ein schön verschwommenes Lichtlein ist. Aber das nützt ja nichts. Also gehen wir wieder zurück. Swanken wieder nach unten. Warten auf das Weitwinkelobjektiv. Was ich nur noch ganz schnell erzählen wollte, heute kommen zwei Erstklässlerjungen vom Essen. Der eine Junge guckt mich an. Ich erfinde jetzt mal zwei Namen für den Redefluss. Ist nur ganz kurze Story. Mein Rundrumgelabere geht auch jetzt schon wieder viel länger als die Story an sich. Es sind eigentlich nur zwei Sätze, die ich euch sagen wollte. Simon, hör auf damit. Wir nennen die Kinder mal... Jetzt geht das wieder los, Alter. Bernd und Ulf. Ja, weil jeder weiß, heutzutage gibt es weder einen Bernd noch einen Ulf in irgendeiner Kita. Und die Namen sind wirklich ausgedacht. Und Bernd sagt zu mir, Herr Nerger, der Ulf ist schwul. Und ich direkt so, okay, stopp. Die Kinder müssen lernen, dass das kein Schimpfwort ist. Auch wenn ich selber das ja genauso benutze. Aber ich bin erwachsen, kann das einordnen. Meine pädagogische Pflicht ist es natürlich, dem Kind beizubringen, Moment, schwul ist kein Schimpfwort. Warum bezeichnest du sie als schwul? Und dann so, okay, ich muss natürlich aber erstmal nach dem Warum fragen. Also habe ich gefragt, warum sagst du das? Na, der hat gesagt, dass der mich liebt. Und der Ulf steht direkt daneben und nickt einfach und lächelt. Und ja, ich kurz so, gut, Bernd, dann, wenn du nicht möchtest, dass der Ulf dir damit irgendwie auf die Nerven geht oder so, dann sagst du ihm einfach, dass er dich in Ruhe lassen soll und dann macht der Ulf das auch, ja? Und dann hat er sich natürlich umgedreht, lass mich bitte in Ruhe. Hat er wieder genickt, der Ulf. Und dann sind sie auseinandergegangen. Und dann habe ich aber heute Nachmittag nochmal gefragt im Spätdienst, weil der Junge sitzt dann immer ganz teilnahmslos am Tisch. Ich weiß nicht, wir hatten einen Viertklässler, der auch immer im Spätdienst einfach am Tisch saß. Also der saß oft viel am Tisch und hat nichts gemacht. Der hat auch irgendwie nicht aktiv die Kinder beobachtet. Der saß einfach da und hat nichts gemacht. Bisschen creepy. Und jetzt haben wir einen neuen Erstklässler, der immer noch eine Viertelstunde im Spätdienst ist und sich einfach an den Tisch setzt und wartet, bis diese Viertelstunde um ist. Ist irgendwie auch traurig, aber egal. Und dann saß er dort und habe ich natürlich gefragt, und hat es denn heute geklappt mit dem Ulf? Hat er dich in Ruhe gelassen? Und er so, hä? Ich so, na, du hast doch heute was zu mir gesagt. Und da habe ich doch gesagt, der Ulf soll ich in Ruhe lassen, wenn du es nicht möchtest. Ach so, ja nee, der hat mich geärgert. Da habe ich gesagt, ich rede morgen nochmal mit dem Ulf, ja. Geht so natürlich nicht. Schwul sein ist okay, andere ärgern nicht. So, Punkt Nummer 1 bei 27 Minuten Länge für Filmora-Projekt dauert ein Cut. Wir können ja mal gucken, einfach mal einen sinnlosen Cut hier reinzusetzen. Auch 4 Sekunden, wow, danke für nichts wirklich. Ich möchte nur noch weinen, es kotzt mich nur noch an. Meine letzte Möglichkeit, es zu probieren, wobei ich jetzt im Clinch bin mit dieser Doppelnutzung. Ja, mit Camtasia bin ich schnell und effektiv, weil das, ich habe jetzt, glaube ich, in 2 Stunden das geschnitten, ohne Witz, was ich sonst in Camtasia in 20 Minuten mache. Es ist keine Übertreibung. Ich bin 10-mal langsamer einfach, weil ich mich hier halt aktiv auseinandersetze und dadurch irgendwie auch geduldiger bin. Wenn hier jetzt so ein Cut so lange dauert, ist das noch so, ja, ich bin ja in einem anderen Programm und das ist ja alles anders. In Camtasia würde ich mit der Faust durch den Bildschirm schlagen, weil bei Camtasia setze ich einfach raus, Fließband, Cut, 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 Cut. Und hier bin ich aber in einem Prozess. Und sobald aber auch hier aufhört, dass ich in einem Prozess bin und ich einfach nur fast cutten will, bin ich am Arsch. Deswegen die letzte Möglichkeit, hier Proxys aufzunehmen und zu gucken, ob ich in Camtasia mit Proxys schneiden kann. Weil dann wäre jegliches Problem dahin. Das heißt aber, nie wieder mit dem Handy filmen, weil da habe ich keine Proxy-Dateien. Ja, GoPro geht nach wie vor und das ist ich weiß nicht, warum mein Scheiß-Karma so scheiße ist. Wirklich, ich weiß es nicht. Es triggert mich hart. Also um den Satz zu Ende zu sprechen, dann aber immer noch das Problem, dass ich jetzt Filmora habe und die stille Erkennung ja geil ist. Also was mache ich dann? Erst alle Proxys hier mit stille Erkennung durchlaufen lassen und dann nochmal ins Camtasia und das schneiden, wo eben stille Erkennung nicht funktioniert, weil wir in der Bahn zum Beispiel sitzen. Oder eben hier in Kauf nehmen, dass ich 20 Minuten Arbeit auf 2 Stunden strecke, weil ich es nicht schnell machen kann. Ist wirklich einfach. So, auch Proxy-Aufnahmen kann ich nur mit einer besseren Speicherkarte machen. Die ich jetzt drin habe, ist halt nicht schnell genug. Ärgerlich. Wobei ich ja jetzt nach wie vor in 1080p filme, das also Camtasia irgendwie verarbeiten können müssen könnte. Vielleicht. Außer das Projekt ist länger als eine halbe Stunde. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Ach so. Und wegen der Farbqualität muss ich nochmal gucken. Weil die Kamera ist natürlich, wobei es fürs Vloggen auch keinen Sinn macht, aber das hat das Video, was ich mir gestern angeguckt habe, zu den besten Einstellungen. Da hat er auch erzählt, dass die Kamera natürlich, das will man auch erwarten von einer 2600 Euro Kamera, mehrere
mehrere Möglichkeiten der Farbeinstellung hat. Zum Beispiel auch komplett entsättigt in diesem Modus, wo man dann ein gutes Color Grading im Nachhinein machen kann. Da ich für einen Daily Vlog aber kein Post-Production Color Grading mache, will ich natürlich hier einfach die Einstellung auswählen, die das schönste Farbspektrum mir bietet. Und jetzt bisher, so wie es aussieht, ist es ja alles sehr natürlich, aber ich möchte keine Natürlichkeit. Ich möchte, wobei auch hier wieder auf der Kamera, auf dem Kameradisplay, das, was ich gestern aufgenommen habe, definitiv hell genug. Richtig gute Qualität und hell genug. Dann habe ich ein Video testweise mal aufs Handy gespielt und da war es definitiv zu dunkel. Dann haben wir wieder das Problem wie bei der Bildbearbeitung. Du bearbeitest dein Bild auf dem PC, guckst es dir dann auf dem Handy an, es ist überlichtet, hat zu viel Kontrast, ist zu farbig, was auch immer. Du bearbeitest dein Bild auf dem Handy, guckst es am PC an und es ist bla 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 bla. Deswegen muss ich natürlich die perfekte Kameraeinstellung noch finden, aber all das werde ich erst machen, wenn ich tagesaktuell bin. Ich dachte, ich bin Ende der ersten Januarwoche tagesaktuell, dass das, was ich jetzt filme, ich morgen in den Cut gebe und schneide. Stattdessen hänge ich schon wieder im Nirgendwo. In der Polnisch-Lektion vorgestern waren wieder Wörter dabei, also die Anfangsvokabeln, wo ich merkte, ui, da brauche ich diesmal wieder lange, hier, mir die einzuprägen. Einfach weil ich jetzt merke, es dauert irgendwie immer länger und mein Gehirn, wie gesagt, kann keine Leistung mehr erbringen. Und deswegen habe ich mir überhaupt keinen Stress gemacht, nicht versucht, mir die irgendwie einzuprägen, keine Eselsbrücken gebaut, einfach nur die Lektion durchgemacht, die zweite Lektion durchgemacht und auch nicht mal wiederholt. Und heute habe ich dann die Vokabelwiederholung gemacht und drei Wörter, die ich eigentlich aktiv nicht wusste, konnte ich einfach ausgraben. Ich musste mir nicht mal Buchstaben anzeigen lassen. Ich konnte die einfach irgendwo aus meinem Gehirn herausgraben. Und wenn ich dann drüber nachdenke, dass das eigentlich normal sein sollte, oder zumindest als ich jung war, so normal war, dass man sein Gehirn halt nutzen kann und nicht einfach bei jeder Tätigkeit und Sache davon ausgeht, jo, funktioniert eh alles nicht mehr, dann könnte ich direkt schon wieder heulen. Und heute war es dann tatsächlich so, das, was ich gestern noch erzählt habe, hat sich heute auf die Spitze bewegt. Die beiden ausländischen Mädels, die mal helfen kommen ins Einsergebäude und sich dann so darüber freuen, wie schön das Mädchen ist, kamen heute und haben es direkt einfach geäußert und ich dachte, oh Mann, das brauche ich einfach auf Video. Und dann habe ich einfach das Handy geholt und habe natürlich gefragt, was hast du gerade nochmal gesagt? Und erst wollten sie nicht, weil sie natürlich gecheckt haben, das Video angemacht und dann habe ich mich nochmal so weggedreht und so getan, wie als würde ich nicht mehr so, ah nee, ich habe nur ein Foto gemacht, so bla bla. Und ja, jetzt kann ich euch die Sequenz einblenden, wo ihr einfach nochmal hört, dass sie sie einfach visuell vergöttern. Also natürlich jetzt in Kindersprache, ne? Da wird jetzt nicht kommen, wallah, Herr, sie ist ja das Schönste. Aber ja, dass sie einfach in den zu uns ins Gebäude kommen und den Drang verspüren, es auch so zu äußern, zu sagen, Herr Nerger, wir kommen nur hier ins Einsergebäude helfen, wegen ihr, weil sie so schön ist, weil wir sie dann sehen können. Grandios, Freunde. Ich bin nicht mehr der Einzige, der diesen Vollschaden hat. Dann mach Foto von dir. Ich schwöre auf alles. Ja, jetzt. Warum wir Zucker haben, weiß ich nicht. Ja. Warum kommst du nochmal zu uns ins Hortgebäude immer? Ich wegen. Ja. Wer ist das? Na, die Süße. Die voll süße. Die ultra süße. Die umgekippte 8 süße. Die ist gefühlt schöner als 8. Okay, Freunde, ich habe beim letzten Mal gesagt, das war der letzte Burger-Test jemals. Aber Alter, die Soße habe ich eben gekauft. Wisst ihr, wie die schmeckt? Die schmeckt exakt so. Vielleicht ist es ja auch exakt dieselbe wie die Burgersoße auf der Domino's Cheeseburger-Pizza. Und die ist echt geil. Alter, freue ich mich jetzt doppelt auf meine Burger. Ein weiteres absolut dummes Beispiel aus. Mein Gehirn kann A und B nicht mehr miteinander verknüpfen. Ich ging heute ins Einsergebäude. Da ist so eine kleine Treppe zum Eingang. Es ist kein ebenerdiges Erdgeschoss, sondern 5, 6 Stufen. Und da hat wohl gestern jemand seinen Joghurt fallen lassen. Auf jeden Fall war Joghurt auf der Treppe. Es sah für mich aber auch so ein bisschen aus wie hingespuckt. Und ich dachte mir, nee, will ich nicht. Ich wusste auch nicht, dass das von gestern war. Auch wenn die Kombination, dass es nicht von heute sein kann, weil die Kinder ja noch nicht im Einsergebäude waren, auch nicht stattgefunden hat, wie ich gerade bemerke, dachte ich, ich spüle das schnell weg. Also Gießkanne geholt und losgespült. Für alle, die es vergessen haben, wir haben dieses Wetter aktuell. Und das merkte ich auch beim Wegspülen, denn der Joghurt war bereits angefroren. Da habe ich dann realisiert, dann muss er von gestern sein. Ich habe die Gießkanne also nochmal voll gemacht, weil ich natürlich Stück für Stück das wegspülen musste. Und dann war das meiste vom Joghurt weg und ich dachte, so, jetzt ist ordentlich, die Treppe ist wieder sauber. Jeder von euch sollte jetzt schon während meiner Erzählung gecheckt haben, dass bei minus 5 Grad, also ja, jetzt sind nur minus 2 Grad, aber heute tagsüber waren, glaube ich, minus 5 Grad, zumindest heute Morgen. Und der Tatsache, dass selbst der Joghurt an der Treppe angefroren war, die Idee,
es mit Wasser zu entfernen, nicht intelligent ist. Eine Treppe, wo Kinder und Eltern lang müssen, den gesamten Tag. Und es sind Minusgrade. Simon, was passiert mit Wasser? Es gefriert. Es ist traurig einfach, wirklich. Es ist traurig, wenn man immer dümmer wird und nichts dagegen tun kann. Naja, wie es der Zufall natürlich so wollte, ist zum Glück kein Kind hingefallen. Aber ein Vater kam rein und sagte, hier, da draußen hat jemand was verschüttet. Ich weiß nicht, ob er da mal aufpasst, weil es ist glatt. Und ich nur so, ja, das habe ich auch schon gesehen. Und lief nochmal so Richtung Tür, beziehungsweise, ja, war ich das, ne? Aber es hat der Papa zum Glück nicht gehört. Aber, nee, wirklich, es ist ein Trauerspiel, Freunde. Es ist ein Trauerspiel, wie dumm ich geworden bin. What the fuck, ich habe eben gecheckt, dass mein Psycho-Nachbar steht vor meiner Türe-Vlog, der 16 Minuten lang ist, 2000 Aufrufe hat? Wann ist das denn passiert? So, Freunde, was mich nach wie vor am meisten triggert in Filmora, ich filme nebenbei mal mit der GoPro, dass ich euch den Bildschirm zeigen kann, ist, guck mal, wenn ich einen Camtasia schneide, dann habe ich hier unten eigentlich eine Videospur drin und dann markiere ich mit einem Klick und Tastenkombination, ja, indem ich Umschalt drücke und in die Timeline klicke, einen Bereich und kann nur diesen abspielen. Dann höre ich, wird da in dem Moment gesprochen oder ist das ein Atmer oder was auch immer. Und wenn es einer ist, dann mache ich Steuerung entfernen und der Bereich ist gelöscht. Leider gibt es in Filmora nicht diese Möglichkeit, mit einem Mausklick etwas zu markieren. Aber es gibt eine ähnliche Möglichkeit. Und da habe ich heute früh dann nochmal versucht, alle meine grauen Zellen anzustrengen. Nämlich irgendwie zu erwirken, dass ich mittels Änderung der Tastenkombinationen, wobei ich noch nicht weiß, ob ich Tastenkombinationen auch in Kombination mit der Maus ändern kann. Ja, diese Funktion zumindest halbwegs zu simulieren. Und zwar kann ich durch Drücken von I hier einen Markierungspunkt einfügen. Muss dann allerdings den Regler dahin schieben, wo der zweite Markierungspunkt sein soll und durch Drücken von O dann jetzt quasi exakt das fabrizieren, was ich im Camtasia mit einem Mausklick und einer gleichzeitigen Tastendruckbewegung erzeugen kann. Jetzt ist das Problem, dass das zu umständlich ist, hier I und O zu drücken. Ja, das bringt mir gar nichts. Also möchte ich jetzt diese Funktion auch auf Umschalt-Maustaste legen. Und deswegen gucken wir jetzt gemeinsam, Freunde der Vlogs, ob diese Möglichkeit besteht. Also setze ich mal meine Brille auf. Oh, der Autofokus hat mich überzeugt, Freunde. Der Autofokus hat mich überzeugt. Ah, ich freue mich doch. Ich freue mich, aber gut, ich konsumiere auch gerade. So, Tastenkombinationen. I und O. Wo sind sie? Vom Alt-Maus ziehen. Ersetzen. Alt-Links. Oh, Alt-Links-Klick ist aktuell Audio-Video-Keyframing. Und ja, natürlich kann ich das nicht ersetzen. Oh, nee, warte. Alt-Links-Klick. Okay, aber die Scheiße, die Mausfunktionen kann ich hier nicht anpassen. Was soll Anpassen der Bézier-Kurve? Was soll denn Alt-Maus ziehen bedeuten? Wir probieren das mal. Alt-Maus ziehen. Weiß nicht wo. Keine Ahnung, was für eine Bézier-Kurve gemeint sein muss. Alt-Maus ziehen. Aha, okay. Das ist mir neu. Krass, dass ich hier so geil hin und her wobbeln kann, komplett frei. Aber das ist auch eine Funktion, die braucht man nicht. Wobei ich damit das hässliche Scrollen ersetzen kann. Okay, wir haben eine Besserung. Ich muss nicht mehr hier hin und her Jumpscrolling machen. Ich muss nicht hier unten anpacken, sondern ich kann das machen. Okay, also kann ich das auch, wenn ich hier draufklicke? Ja, okay, das freut mich schon mal. So, jetzt ist immer noch... Aber was ist Alt-Maus ziehen? Das check ich nicht. Ich check's nicht, Freunde. Alt-Maus ziehen haben wir gemacht und hier ist Alt-Maus ziehen ersetzen. Alt-Links-Klick. Nee, das check ich nicht. Warum auch zweimal Alt-Maus ziehen drin steht? Werkzeuge. So, wo ist I und O? I und O, I und O. Hier, Markierung. Umschalt-Klick. Muss ich es reinschreiben? Ah, okay. Der M-Befehl wurde bereits abbrechen. Also, Umschalt plus U? Nein. Umschalt-Mausklick? Nein, nicht Umschalt-M. Umschalt? Na, sag mal. Wie mache ich das? Umschalt. Ah, okay, ich kann das nicht... Ja, ich kann... Es zeigt mir quasi meine Möglichkeiten an. Umschalt U. Aber Umschalt U nützt mir nichts. Ich brauche den Mausklick. Und den kann ich nicht einfügen. Ne, ich kann Umschalt M. Moment, wenn ich ein L klicke. Oh, Alter, ist das frustrierend. Gleich wie ich. Umschalt. Ja, nee, geht nicht. Geht nicht. Warum geht das nicht? Oh, warum? Warum geht's einfach nicht? Ich verstehe es nicht. Wie ist es? Mann, warum kann ich keinen Mausklick hinzufügen?
Ich weiß es nicht, Freunde. Ich dachte, jetzt habe ich vielleicht die Lösung. Also, Freunde, fürs Freundebuch habe ich mich mal wieder selbst übertroffen. Ja, ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, ich mache jetzt immer ein thematisches Bild rein und ist noch nicht aufgeklebt, aber das ist ein Einhorn-Freundebuch und da konnte ich es mir nicht nehmen lassen. Also ja, nochmal ein Groß zeigen. Wobei, nee, ich muss das jetzt überbelichten, weil der Drucker natürlich wie immer zu dunkel druckt. Hallo? Aber ja, ich auf einem Einhorn. Wunderbar. Okay, aber auch nochmal was Positives zu sagen. Also wirklich, die stille Erkennung durch KI ist fürs klassische Vloggen, so wie hier, wo ich Bleigießen mache, sowas von überlegen. Ich weiß nicht, ob es hier... Weil ich natürlich ja rede und Dinge zeige und wirklich nur die Momente, wo ich nichts sage, weggeschnitten werden. Ich muss mir nur angewöhnen, visuell Wichtiges mit Gespräch zu unterlegen. Wenn ich logischerweise euch etwas zeige und dann hier drüben weiterspreche, dann wäre diese ganze Sequenz jetzt weg gewesen, weil ich ja nichts währenddessen gesagt habe. Da man aber ja meistens eh dazu neigt, das zu beschreiben, nämlich, dass diese Pflanze hier einfach weiter eingeht und ich glaube nicht, dass sie es bis zum Frühling überleben wird, hat es jetzt nur den sinnlosen Scheiß, ich den Topf wieder rumgedreht habe und mich wieder aufgestellt habe, weggeschnitten. Das ist nice. Nur unterwegs Vlogs mit sehr viel Hintergrundgeräuschen, die muss ich weiter sequenzweise im Camtasia schneiden. Aber das kann ich verkraften, wenn das mit den Proxys klappt, Freunde. Wobei ich ja jetzt auch gerade wieder mit dem Handy aufnehme und da keine Proxys habe. Dumm. So, nur damit ihr den Prozess auch wirklich mal gesehen habt. Ich weiß gerade nicht, ob ich ihn euch schon mal gezeigt habe. Ja, hier ungeschnitten, da wo ich jetzt im Camtasia manuell durchspielen, anklicken, schneiden würde. Und jetzt drücke ich einfach auf Starten. Und ihr seht, blam. Nachdem ich gestern Abend, heute Nacht, sogar eine Stunde im Bett lag und überlegt habe, stehe ich nochmal auf und esse was, musste ich pullern. Und dann bin ich natürlich aufgestanden, weil ich pullern musste und habe mir gedacht, gut, dann mache ich mir jetzt natürlich noch was zu essen. Und dann kommt man hier so in der Küche an und denkt sich so, ja, okay, alles klar, mache ich mir noch zwei Brötchen mit Wiener und Schinken, bla bla. Ach, und komm, mache ich mir auch noch eine Instant-Nudelsuppe. Weil auch noch was Warmes ist doch einfach schön, bevor man schläft, einfach gut gesättigt ins Bett zu gehen. Und dann vergisst man die hier draußen. Und sie ist, naja, schon ein bisschen angefroren, würde ich mal sagen. Schade, ich dachte, ich kann es jetzt im Ganzen raushebeln. Lol, der neue Fahrstuhl ist das erste Mal außer Betrieb. Was witzig ist, weil zufälligerweise... Nee, das ist der alte... Lol, das ist der alte Zettel. Es gibt nämlich einen neuen Zettel, dass diese kommende Woche hier mal wieder gewartet wird. Was passiert, wenn ich drücke? Vielleicht ist er gar nicht außer Betrieb. Doch, ist er wirklich. Das ist so absurd. So, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich treffe mich heute wieder mit der Freundin, mit der ich mich im Sommer getroffen habe. Denn die ist inzwischen hochschwanger und da will man ja wenigstens nochmal sich den dicken Bauch angucken. Und weil sie ja eine ehemalige Ausbildungsklassenkameradin ist und mein Kollege vom Ahnenstraining ja mit mir in derselben Sozialassistentenausbildung war, so haben wir uns ja kennengelernt und so bin ich auch zum Ahnen gekommen. Und durch ihn hatten wir beide, also sowohl die Freundin als auch ich, die Idee, er könnte ja diesmal einfach dazustoßen, weil wir treffen uns einfach in der Stadt, gehen ins Restaurant, trinken eine Cola oder so. Da hat sie gefragt, ob ich ihn fragen möchte und ich so, jo, ich habe ihn schon gefragt. Und da hat er natürlich zugesagt, das heißt, wir treffen uns gleich zu dritt und danach gehen wir noch in den Manga Point, Manga-Laden, weil dafür habe ich ja, wie gesagt, den Gutschein bekommen von meinen Arbeitskollegen und den möchte ich heute einlösen, weil alleine traue ich mich da nicht rein. Na, also zumindest nicht zum Einkaufen, zum Gutschein holen traue ich mich da rein. Da muss ich nur zur Kasse laufen und sagen, hallo, ich hätte gerne den Gutschein, aber ansonsten nicht. Leute, die haben bei mir irgendwie die Hälfte auf dem Teller vergessen. Warum ist mein Teller nur halb voll? Das hier sieht so aus wie erwartet, wobei es kann auch ein bisschen größer sein. Der Burger sieht auch aus wie erwartet, aber... So, das Treffen war sehr schön. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Manga Point Hentais kaufen. So, Freunde, soll ich euch was sagen? Den Beutel, den gab es einfach umsonst. Wo gibt es sowas noch? Einfach mal einen Beutel geschenkt. Und schweren Herzens habe ich jetzt nur einen Schlüsselanhänger. Ihr wisst, ich liebe Schlüsselanhänger. Und da ist mir bewusst geworden, wo ist eigentlich mein Naruto-Schlüsselanhänger? Wann ist der denn kaputt gegangen oder wann habe ich den denn verloren? Aber ich erinnere mich gerade nicht, dass der noch an meinem Schlüssel hängt. Deswegen habe ich jetzt noch einen Naruto-Schlüsselanhänger und ein neues Kissen für mein Bettchen, dass ich nicht mehr so einsam bin.
Denn, das muss ich auch mal dazu sagen, als ich gerade eben meine Freundin klingt falsch, die Freundin zur Verabschiedung umarmt habe, also ich habe mich schon diese eine Sekunde darauf konzentriert, alles in mich aufzusaugen, was ging, weil das war der sexuelle Höhepunkt meines Jahres. Das weiß ich jetzt schon. So, um der Kälte zu entgehen, sind wir jetzt von meiner Wohnung aus mit dem Bus zur Zentralstelle gefahren. Da dann eine Haltestelle weitergelaufen, also der Bahn entgegen, damit wir uns bewegen konnten. Dann bin ich jetzt die eine Haltestelle wieder mit bis zur Zentralhaltestelle gefahren und laufe jetzt aber nach Hause, weil der Bus, der wieder von meiner Haltestelle halten würde, erst in 5 Minuten kommt. Und hier ist schon wieder irgendeine Aktion. Ach, Free Palestine. Nee, machen wir nicht. Fried erstmal mich, Freunde. So, erste Aufnahme mit der super neuen Speicherkarte. Nee, ich habe nicht mal eine super bestellt. Aber guck mal, jetzt macht mein PC gerade wieder das. Also, ja, vielleicht behebt sich das Problem dann morgen einfach von selbst. Oh, ich soll vielleicht auch dahin filmen. Und dann, geht alles wieder. Gut, dass ich bisher noch nichts unternommen habe. Also, ich habe euch meinen neuen Freund ja noch gar nicht gezeigt. Ja. Was bitte stimmt gerade nicht mit Google? Ich google YouTube to MP3, weil ich einen YouTube-Song fürs Video konvertieren muss. Und mein Norton Safe Web blockiert mir. Warum blockiert mir mein Norton Safe Web, was mich sonst nur Zugriffsversuch von deolymp3.to, wenn ich in der Google-Bar bin? What? Okay, Freunde, wo ich gerade folgenden Clip hier schneide. Ich weiß noch nicht, ob ich diesen Vorsatz halten kann, Freunde. Gibt's noch das Update zu meinem Disziplinvorsatz? Nachdem ich ihn ja nun eindeutig gebrochen habe, war natürlich sämtliche Motivation weg. Ich hätte das nicht gedacht, weil ich ja währenddessen schon dachte, ui, okay, beim Energy schaffe ich es einfach nicht. Okay, wer hätte das nur gedacht? Aber ich kann ja, um keine vollendige Dreckslusche zu sein, wenigstens alle weiteren Entscheidungen diszipliniert treffen. Die Motivation war dann einfach weg. Ich war dann direkt schon so, naja, im Februar geht's ja dann neu los. Jetzt inzwischen war ich so, na dann versuche ich es ab Montag nochmal und ändere meine Vorsätze halt ab 15. Januar neu. Hält mich ja nichts von ab. Aber dass es wirklich so einbricht und ich wirklich ab dem Moment, wo ich verkackt habe, auch den Rest nicht mehr richtig diszipliniert machen konnte. Ja, meine Wohnung war trotzdem ordentlich. Ich musste heute nichts aufräumen. Ich konnte einfach so den Robi fahren lassen. Aber trotzdem habe ich halt Beispiel, wenn ich Flaschen von der Arbeit aus dem Geschirrspüler, also saubere Flaschen, in meinem Rucksack mit nach Hause transportiere und dann meinen Rucksack am nächsten Tag neu einräume, dann nehme ich die sauberen Flaschen raus und stelle sie neben den Rucksack im Flur auf den Boden. Und diszipliniert darf ich das nicht, sondern muss sie sofort in die Küche an ihren Platz schaffen. Und das habe ich dann diese Woche, nachdem ich den Energy konsumiert habe, nicht mehr gemacht. Und ja klar, es waren nur 2 Flaschen und die konnte ich vorhin dann, doch es war eben eine Lüge. Die 2 Flaschen musste ich dann vorhin aus dem Flur in die Küche räumen. Das ist trotzdem noch kein Vergleich zu letztem Jahr, wo ich alles habe stehen und liegen lassen, immer wieder. Und ich mir es da ja auch schon aktiv vornehmen musste, ich lasse nichts stehen und liegen. Aber ja, den Balkon, ich will aber auch diesen scheiß Balkon nicht aufräumen. Jetzt wo ich weiß, dass ich versagt habe, weiß ich nicht, ob es mir was bringt, diesen Vorsatz neu zu starten. Sei es auch eben erst am 1. Februar. Und damit kann ich mein Selbstexperiment, was ich für Februar geplant habe, welches übrigens war, ich spare so viel wie möglich, einfach weglassen. Weil so viel wie möglich zu sparen beinhaltet, keine Energies zu trinken. Ja, Booster hätte ich trinken können, weil das Pulver insgesamt günstiger ist. Aber auch so ist es einfach absurd. Ich dachte, ich schaffe es vielleicht im Februar dann, wenn das Jahr begonnen hat und ich gut motiviert bin und alles gut läuft. Ich war nach wie vor nicht im Fitnessstudio. Dann so ein Selbstexperiment zu machen, mal zu gucken, wenn ich wirklich jeden Tag nur das Billigste vom Billigen esse. Jeden Tag einen Monat lang. Das wäre eine geile Challenge, ja. Keine Energies trinke und jeden Tag diese 2 Euro spare. Wie viel Geld habe ich dann in einem Monat wirklich reell übrig? Wir werden das niemals erfahren, weil ich keine Disziplin mehr habe, weil ich eine Lusche bin, weil alles scheiße ist. Ich heute auch, aber egal, Freunde. Boah, Leute, und auch Update, Thema Sucht. Warum auch immer. Ich dachte erst, okay, es liegt daran, weil ich das letzte Video geschnitten habe, nämlich vom 31.12., wo ich geraucht und gewaped habe und Süßigkeiten zu sehen waren. Aber irgendwie habe ich heute schon den ganzen Nachmittag bis Abend, bis jetzt dieses, und gleich noch? Ja, aber da ist und gleich nichts mehr. Ja, ich habe gegessen, ich habe geschnitten, ich trinke nach wie vor Wasser mit Sirup, was ich mir eigentlich wieder abgewöhnen wollte. Ich habe
habe alles gemacht. Und trotzdem ist die ganze Zeit so, ah, und gleich noch eine rauchen. Nee, eine vapen. Nee, Süßigkeit. Nee. Heute ist sehr nervig penetrant. Das finde ich schade, weil heute Vormittag dachte ich noch so, eigentlich kann ich das wirklich allerletzte Update geben, dass ich drüber hinweg bin und es nur noch auf intellektueller Ebene da ist. Aber nee, heute ist es einfach auf emotionaler Ebene wieder da. Und ich bin undiszipliniert und scheiße und habe jetzt schon gar... Wie soll ich dieses Jahr durchhalten? Ich dachte wirklich, ich schaffe dieses Jahr durchzuhalten mit dem Nichtrauchen, Nichtvapen. Und heute tatsächlich habe ich schon dran gedacht, ah, Vapen ist ja nicht so schlimm. Bullshit. Da will man einmal Nägel mit Köpfen machen und jetzt mal hier die externe Software installieren, weil die Lampen sind wieder angegangen. Habe ich euch ja gezeigt, logisch, aber ich muss den Computer neu starten. Und da ich gerade im Upload meines Videos bin, kann ich das nicht machen. Ärgerlich. Ich hatte seit Ewigkeiten kein Kuscheltier mit Gesicht. Und ich sag euch, wie es ist. Ich habe jetzt schon eine emotionale Bindung aufgebaut. Wirklich, ich mag den. Was kein gutes Zeichen ist. Halleluja. So, die offizielle Shakun Pacelight, ne? Shakun RGB-Steuerungsprogramm-App funktioniert nicht. Und war ich eben hier in einem Forum. Und ja, hier. Exakt das, was bei mir auch passiert, nämlich offiziell gedownloadet, öffnet sich für ein paar Millisekunden, wird dann aber wieder geschlossen und taucht nicht auf. Gab's schon 2019. Vor 5 fucking Jahren. Okay, vor 4 Jahren, November 2019. Seit 4 Jahren haben die es nicht hinbekommen. Also, what the fuck? Und hier steht dann einfach, ja, probier einfach ein anderes. Also probiere ich jetzt einfach ein anderes von irgendwas anderem. So, welches muss ich nehmen? Gucken wir mal, ob das funktioniert. Und ich hier meine Lampen wieder steuern kann. Also ich konnte sie ja vorher auch nicht steuern, aber vorher waren sie halt im Kreis, ne? Das ist auch mal eine sehr spezifische Programmaufforderung. Warten Sie mal. Okay, ich warte mal. Sorry. So, und jetzt? Was kann ich jetzt machen? Reset. Anwenden. Passiert nichts. Statisch. Impuls. Blinken. Double Flash. Farbzirkel. Anwenden. Passiert auch nichts. Muss ich hier irgendwas auswählen? Farbzirkel. Anwenden. Okay, passiert absolut nichts. Cool. So, warum auch immer. Also ich habe jetzt das Asus-Programm installiert, weil ich ein Asus-Motherboard habe. Diesen hier kann ich ansteuern. Ja, ich drücke auf statisch. Dann bleibt es halt statisch eine Farbe. Ich kann pulsierend machen. Dann macht es wieder hier sowas. Oder eben Regenbogen. Dann habe ich meinen Regenbogen zurück. Ich kann hier meine Lüfter kontrollieren. Wobei ich noch nicht ganz weiß, ob damit auch die Lüfter hier gemeint sind oder wirklich nur die innen. Kann ich mal fühlen kurz. So, wir machen wieder auf volle Geschwindigkeit. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt einen Unterschied spüre. Ja, doch, okay. Also die Lüfter des Gehäuses kann ich ansteuern. Aber ja, hier passiert absolut nichts. Cool. Ja. So, ich hatte das Programm jetzt wieder deinstalliert, das Armory Create, Aurora Creator, auch fickt euch. Und da haben sie sich gedacht, ja nö, da resetten wir jetzt hier auf statisch. Sodass nur noch die hässlichste von allen Farben angezeigt wird. Wo ich mir so denke... Vorher hat der normal funktioniert und nur weil ich das Programm deinstalliere müsste... Bullshit. Gut, installiere ich es jetzt eben nochmal neu eine halbe Stunde lang, weil hat ja eben schon eine halbe Stunde gedauert, diese scheiß Drecksinstallation für ein so einfaches Programm. Ich habe verstanden und dann stelle ich hier wieder auf Regenbogen und akzeptiere einfach, dass das Gehäuse so aussieht. Cool. Ich habe meinem Kollegen gesagt, dass ich heute Bock auf Harry Potter habe, aber nicht auf die Filme, sondern auf die Hörbücher. Ich habe schlussendlich Nägel mit Köpfen gemacht, habe in meinem Audible-Account Harry Potter auf diesem Handy installiert, denn da hatte ich es noch nicht installiert und angefangen Harry Potter zu hören. Danach gehe ich wieder ins Wohnzimmer, öffne YouTube und was wird mir angezeigt? Harry Potter und der Stein der Weisen. Komplettes Hörbuch von irgend so einem Martin. Hat er vor 2 Wochen hochgeladen, wird wahrscheinlich bald gelöscht wegen der Urheberrechtsverletzung. Ich weiß nicht, ob ihm das bewusst ist, denn er schreibt hier, das ist ein 2-jähriges Projekt, dem er sich total hingegeben hat. Aber meines Erachtens darfst du nicht einfach ein Hörbuch von einem Buch veröffentlichen. Das ist nicht erlaubt. Da gibt's Rechte. Was ich aber viel krasser finde ist, wieso wurde mir das angezeigt? Nur weil ich in mein Telefon sage, ich habe Bock aufs Harry Potter Hörbuch und dann in Audible das runterlade und anfange abzuspielen? Denn, was... Überwachungsstaat! So, Freunde. Heute ist es soweit. Ich gehe das erste Mal wieder ins Fitnessstudio, denn ich habe einen perfekten Nachmittagsschlaf hinbekommen. Außerdem schalte ich ab morgen wieder einen Router aus. Möchte aber, damit ich den Weg zum McFit, denn ich habe vorhin geträumt, dass ich tatsächlich ins FitX gegangen bin. Ich habe überlegt, wegen dem Thomas und jetzt zum Einstieg einfach nochmal ins FitX zu gehen. Aber im gleichen Maße fühle ich es überhaupt nicht, weil da werden halt Menschen sein. So wie auch in meinem Traum. Außerdem, egal. Da
damit ich den Weg ins McFit überbrücken kann, lasse ich mein Handy an, damit ich Hörbuch hören kann. Denn wie vorhin erwähnt, habe ich Harry Potter neu gestartet. Auch wenn es dumm ist, denn ich habe noch 2 Guthaben. Mein Audible ist noch bis Februar pausiert und ich müsste jetzt eigentlich mal 2 neue Hörbücher kaufen und die auch anhören. Aber wie es halt so ist, neue Dinge fixen mich nicht. Ich schwärme in alten Dingen. Höre ich halt zum 4. Mal in meinem Leben alle Harry Potter Hörbücher. Vielleicht habe ich aber auch in einem Monat schon gar keinen Bock mehr. Ist völlig egal. Trotzdem, Router wird ausgeschaltet, mobile Daten werden ausgeschaltet und ich werde es tatsächlich so machen. Ich schreibe jetzt oder ich drucke jetzt mein Dokument neu aus, mein Vorsatzdokument, welches sich hier befindet. Wir machen es direkt zusammen. Ja, Vorsätze ab, morgen ist der 16. Der 15. Vorsätze ab 16. Januar 2024. Ich treffe meine Entscheidungen mit Disziplin. Drucken. Deswegen werde ich jetzt die letzte Stunde nutzen, hier nochmal klar Schiff zu machen, damit ich morgen wirklich diszipliniert starten kann. Mal sehen, wie lange ich diesmal durchhalte. Ach so, der entscheidende Punkt ist natürlich, weil sonst macht das Ganze ja gar keinen Sinn, dass ich von schräg oben filme, dass der Energy aus den disziplinierten Entscheidungen exkludiert ist, auch wenn es hier nicht steht. Aber es macht gar keinen Sinn, wenn es da nicht steht. Doch, es macht Sinn, weil ich habe es euch erzählt. Damit ich nicht wieder direkt verkacke mit allen anderen Entscheidungen, weil den Rest fand ich durchaus gut. Ja, diese Kleinigkeiten wirklich zu machen, was ich nämlich jetzt am Wochenende gar nicht mehr gemacht habe. Hier der Beweis. Hier steht einfach was, was ich nicht direkt weggeräumt habe. Das möchte ich direkt wieder abstellen. Also scheiße ich auf die Energies. Beziehungsweise wird sich ja mein Energy-Konsum sowieso wieder einpendeln, sobald ich wieder in meinem Fitnessstudio-Rhythmus bin. Deswegen hoffe ich, ich lasse den Knoten heute platzen. Meistens ist es ja so, nach dem ersten Training fühlt man sich wieder so übertrieben geil, dass man denkt, krass, wie habe ich so lange ohne Fitnessstudio ausgehalten? Wir werden es sehen, Freunde. Wir werden es sehen. Aber wenn ich mit der Kamera filme, muss ich mir angewöhnen, nicht während ich filme, die Hand zu wechseln, sondern einfach die Schnauze zu halten, weil dann macht es nämlich nicht diesen Ruckler hier, wenn ich die Hand wechsle, sondern ich rede einfach mit euch und rede weiter, wenn ich die Hand gewechselt habe. Einen Ausflug mit dieser Kamera zu drehen, kann ich mir wiederum noch gar nicht vorstellen, weil damit macht man ja noch mehr Aufmerksamkeit. Es war ja so schon wirklich grenzwertig, und das darf ich auch nicht machen, es war ja so schon wirklich grenzwertig, mit dem Handy immer random Situationen zu filmen. Deswegen hat mein Kollege ja das letzte Mal auf dem Bahnhof wirklich gesagt, Alter, das ist echt unangenehm. Und ja, mir auch, aber ich will ja diese Videos machen und deswegen, das ist ja das Interessante, was ich auf dem Weihnachtsmarkt auch gecheckt habe, dass ich Leute fragen kann, während ich mich dabei selbst filme, weil die Motivation, ein Video zu machen, wie ich das mache, größer ist als die Angst. Absurd. Aber jetzt die Vorstellung, ich stehe auf dem Bahnhof mit der Kamera und schon gar nicht natürlich hier mit diesem Gestänge in der Hand. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas seht. Wartet. Ja, hier mit dem Gestänge in der Hand. Ja, also das fällt ja logischerweise ganz einfach aus. Dann müsste ich die Kamera abmachen. Wie gesagt, dann noch mit dem Weitwinkelobjektiv. Es wird sich alles zeigen. Es wird sich zeigen, aber als ich, wie gesagt, dieses Objektiv hier kaufte, was ja auch echt teuer war, dachte ich auch, ey, damit werde ich sicherlich häufiger filmen. Habe ich am Anfang ja auch noch gemacht, als die Kamera mal hier vor meinem Fenster stand. Ja, und dann irgendwann einfach wieder damit aufgehört. Wir werden es sehen, Freunde. Hauptsache, ich habe Geld ausgegeben und fühle mich jetzt schon kacke, weil ich kein weiteres Geld ausgeben kann, weil ich gar keins mehr habe. Boah, und ich krieg Kopfschmerzen, den Koffeinentzug. Freue mich auf meinen doppelten Booster, werfe eine Schmerztablette ein und das war's. Okay, lol, ich habe die Kamera gar nicht ausgeschaltet. Naja, hallo. Wisst ihr, wer jetzt kurz vor Start natürlich müde genug ist, um eigentlich wieder ins Bett zu gehen? Richtig, ich. Aber heute muss einfach. Das ist auch so absurd. Der Grund. Das ist so absurd. Der Grund, warum ich den Nachmittagsschlaf gemacht habe und nicht einfach heute Nachmittag wach geblieben bin, war der, dass ich heute kein Koffein konsumiert habe und mir dachte, wenn ich jetzt nochmal schlafe und durchmache, dann kann ich heute Nacht einen doppelten Booster konsumieren. Und die Sucht hat mir gesagt, dass ich das unbedingt brauche. Oh ne, jetzt fange ich gleich an mit Weinen. Und jetzt sitze ich hier, alles ist gepackt, ich bin ready, ich habe meine Klamotten an, ich brauche nur noch warten, bis ich losgehen kann, bis es spät genug ist. Und wieder ist es dieser eine Gedanke, dieses, oder du gehst schlafen? Und dann trinke ich wieder zum Frühstück den Booster, was mega Sinn. Oh, ich muss mich nochmal revidieren. Das Jahr geht nicht genauso scheiße los, wie das alte aufgehört hat. Weil das alte hat gar nicht scheiße aufgehört. Es ist gerade alles wieder ein ganzes Stück schlimmer geworden. Ich meine, ich kann doch jetzt nicht ins Bett gehen. Das war... Was soll ich denn jetzt im Bett? Was denn? Nee, komm. Simon, du bist stark. Nee, bin ich nicht. Das ist eine Lüge. So, und wisst ihr, was richtig absurd ist? Wenn man dann
obwohl man abends dachte, so, okay, jetzt bin ich im schlechte Laune-Modus. Jetzt bin ich im schlechte Laune-Modus, weil das kann doch nicht sein, dass ich alles gepackt habe, angezogen bin und wirklich in der letzten Sekunde verkacke. Ab morgen, boah, nö, bin ich wütend und noch depressiver, aber wütend und ich mache keine Videos mehr und ich mache Internet und Handy frei und kapsel mich ab, weil ich wütend bin. Und dann klingelt 4 Uhr der Wecker und denkst du, boah, ich habe ganz schön lange und tief geschlafen. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Das ist doch Quatsch. Ja, dafür kann ich euch jetzt wieder voll spammen, was eigentlich schon wieder nicht erlaubt ist irgendwie, aber irgendwie ist es ja auch doch thematisch relevant, weil ich ja fast das erste Mal gegangen wäre und diesen komischen Umschwung gerade habe, dass ich seit anderthalb Monaten nicht im Fitnessstudio war und morgens um 4 aufwache und denke, boah, das war die richtige Entscheidung. Aber es war diesmal wirklich so. Ich bin nach einer halben Stunde exakt eingeschlafen, weiß ich ja, weil ich Hörbuch gehört habe und der Timer an war. Dementsprechend habe ich fast genau exakt nochmal 3 Stunden geschlafen, habe jetzt natürlich trotzdem den Booster reingekippt, denn ohne Koffein Frühdienst, ihr wisst es. Der Router ist trotzdem abgesteckt. Das Handy wird nach der Arbeit ausgeschaltet und dann habe ich diese Woche Zeit, mir mal im Klaren zu werden, was eigentlich gerade mein Scheißproblem ist, Freunde. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Ach, und was auch völlig absurd ist, ich bin um 4 aufgestanden und muss mit der 5.25 Uhr Bahn fahren. Sonst steht... Ach so. Ja, nee, ich hatte einen Denkfehler. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich heute so schnell war, obwohl ich noch Frühstück vorbereitet habe und den Rest gemacht habe, wie immer. Aber ja, ich hatte einen Denkfehler, Freunde. LOL! Boah, Leute, ey, meine Dummheit kotzt mich an. Dumm sein nervt einfach. Jetzt kann ich nicht immer mehr die Uhr lesen. Warum bin ich jetzt 8 Minuten so zeitig hier? Warum bin ich nicht in der Lage? Erst bin ich nicht in der Lage zu checken, wann ich eigentlich aufstehen muss, wenn ich eigentlich mit der 5.25 Uhr Bahn fahren möchte. Ja, also noch mal eine halbe Stunde Schlafenszeit verschenkt. Und jetzt bin ich nicht mehr in der Lage zu checken, wann muss ich zur Bahn laufen, damit ich pünktlich da bin, anstatt bei minus 2 Grad 8 Minuten in der Kälte zu stehen. Ich möchte bitte wieder der Mensch sein, der ich früher einmal war. Mit meinem Intellekt, mit meiner Auffassungsgabe, mit meiner Disziplin, mit meiner Motivation, mit irgendwelchen Emotionen und so weiter und so fort. So, und weil ich mir nach so langer Zeit jetzt endlich mal auch die Kamera mit, Alter, die Handykamera ist aber auch echt einfach Bombe. Das ist der Wahnsinn. Mit Softbox-Licht angucken möchte, mache ich jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen und baue mal meine Softboxen wieder auf. Denn seit dem Adventsbazar, wo ich die mit hatte für die Fotosession, sind die noch da drin. Denn ich kann eine schöne Sache und eine, naja, normale Sache erzählen. So, jetzt bin ich auch mal ganz nah am Mikrofon oben an der Kamera dran. Ich wollte nämlich nicht nur die gute Belichtung testen, sondern auch die 50 mm. Das ist ja ein Zoom-Objektiv von 28 bis 60 mm. Und sonst, wenn ich versucht habe mit der Spiegelreflex, als ich damals nur das Porträtobjektiv hatte und geile Schärfentiefe erzeugen wollte, gedreht habe, habe ich ja mein Porträtobjektiv, also 50 mm Festbrennweite benutzt. Und ich habe es ja immer und immer wieder gesagt, wenn ich mit der Festbrennweite filme, muss ich mich 2 Armlängen von der Kamera entfernt hinstellen, wenn ich so drauf sein möchte, wie ich jetzt drauf bin. So, wir richten mal die Softboxen noch so aus, dass sie wirklich mich anstrahlen, ohne umzukippen. Jawohl, ich bin komplett ausgeleuchtet. Jetzt fehlt nur die Lichtquelle im Hintergrund. Das heißt, ich müsste mich jetzt leicht hier herstellen, damit ich da noch eine Lichtquelle hinpacken könnte. Hier das Licht macht gar nicht so einen großen Unterschied. Ich glaube, es wäre sinnvoll, eine Softbox auszumachen. Ja, das sieht doch gleich viel geiler aus, weil ich habe jetzt hier eine Lichtquelle von schräg hinten, nämlich mein Ringlicht, genau, welches mich schräg seitlich anleuchtet. Hier direkt die Frontalquelle, welche mich wirklich frontal anstrahlt. Ich muss natürlich gucken, dass das hier nicht ins Bild reinragt. Krass, das ist wirklich, die Softboxen enden hier. Ja, hier Softbox und hier Softbox. Das habe ich ja echt gut geteilt. Und eigentlich müsste ich den Bildstabilisator noch ausstellen, wobei dann der Crop weggeht und dann die Softboxen zu sehen wären. Und ich erkenne aus dieser Entfernung, es ist aber schon, aber ja doch, hier ist wirklich so ideal. Da habe ich hier so schönen Schatten, weil vielleicht so ein Stück nach hinten, egal. Der Ton ist jetzt natürlich doof, weil mein Wohnzimmer hallt natürlich und ihr steht jetzt 2 Armlängen von mir entfernt. Und ich filme nach wie vor in 1080p. Wie gesagt, gecroppt durch Bildstabilisator 1080p und so weiter und so fort. Ich werde jetzt eine Lichtquelle hier hinten hinmachen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, welche. Wir gucken mal. Da ist ja die Lichtquelle, die absolut gar nichts nützt und richtig beschissen aussieht. Ne, ich müsste wirklich eine richtige Lampe, krass, eine richtige Lampe da hinten hinstellen. Die beiden, die ich sonst im Schlafzimmer habe, nützen hier recht wenig. Ich nehme jetzt mal eine Softbox, weil ich habe ja jetzt nur eine laufen, und pack die Softbox
Box einfach nach da hinten und lasse hier den Hintergrund erstrahlen. So, Moment. Ich habe hier keine freie Steckdose. Doch, hier habe ich eine freie Steckdose. Da muss der Brunnen mal kurz dran glauben. So, jetzt ist der Hintergrund heller. Ich kann mich wieder hier herstellen. Klar, es müsste eine gemütliche Lichtquelle. Ich könnte jetzt an der Kamera wiederum den Cinematic Mode einschalten oder halt einfach die Belichtung anpassen, den Weißabgleich, dass es alles ein bisschen gelber wirkt. Aber ansonsten, welche Pflanze? Ach ja, nee, jetzt seht ihr ja auch die Softbox, ne? Die soll man natürlich nicht sehen. Wobei, hätte das einen Charme, wenn ich die hier so hinstelle, dass ihr die seht? Ich habe ja von Kameratechnik ob gar keinen Plan, Freunde. Nee, das sieht doof aus. Gar keinen Sinn. Also, seht ihr ja, nee, das macht keinen Sinn. Also lassen wir es dabei, dass die Softbox hier den Hintergrund einfach ein Stück heller macht. Und im Weißabgleich im Nachhinein, so, ja, machen wir das Ganze einfach ein bisschen gemütlicher. Jo, welche zwei Dinge, krass auch so. Das ist ja krass. So stehe ich gerade vor der Kamera. So bin ich in der Mitte des Displays. Finde ich merkwürdig. Okay, aber hier, also hier, der Hintergrund ist noch nicht schön genug. Das heißt, ich soll mich eher herstellen, weil hier habe ich die Töpfe. Aber dann bin ich so nah an der Softbox. Egal, ich fange jetzt an. Heute Morgen, ich weiß gar nicht, im Frühhort, bevor die Kinder kamen, wie das Gespräch darauf fiel. Aber es ging um eins meiner Einser-Mädels, die eine große Schwester bis vorletztes Jahr bei uns im Hort hatte. Das heißt, die Mutti kannte schon alle Abläufe, die kannte uns alle und hat sich irgendwann natürlich, als es zur Debatte stand, so, die kleine Tochter kommt jetzt auch in die Klasse 1. Wer ist denn dann nächstes Jahr? Wer sind denn die Erzieher der kommenden Klasse 1? Sich einfach so informiert. Ich bin abgelenkt, weil meine Efeu-Tutti hier ein schönes neues Blatt bekommt, hier auch. Oh, die wächst aber auch wie Hulle. Okay. Also der Nachteil im Übrigen, ich filme jetzt mit meinem neuen Stativ, wo wir ja schon festgestellt haben, dass wenn ich gerade stehe und das Stativ höchst eingestellt ist, ich zu weit oben bin. Deswegen muss ich mich, zeig's euch auf der GoPro, deswegen stehe ich so hier vor meiner Kamera. Hier vor meiner Kamera. Aber es ist jetzt egal. Und selbstverständlich, und ich verstehe das und ich kann das einordnen, als sie meinen Namen hörte und mich ja wirklich nur durch Aussagen von Kindern kannte oder das, was man halt so am Rand mitbekommt, war, was, der Herr Nerger? Aber der ist doch immer so streng. Wohlgemerkt, eine von den Kindern, die dort an meiner Pinnwand hängen, ist die große Tochter, weil wir in den letzten Monaten noch sehr dick geworden sind. Ja, die war eine von den 4, 5 Mädels, die sich dann quasi noch mit mir angefreundet haben, die selber ja auch gesagt haben, oh, wir dachten immer, sie sind total scheiße, aber sie sind ja eigentlich voll cool. Und aus solchen Aussagen von Kindern, die keinen Kontakt zu mir haben, kommt dann, der Herr Nerger ist immer so streng, der schreit immer rum. Logisch, weil das Momentaufnahmen sind. Das Schöne, was ich euch erzählen möchte, ist, wie meine Kollegin, mit der ich immer Frühdienst habe, dieser Mutter gegenüber reagiert hat. Denn sie hat gesagt, glauben Sie mal nicht dem Hörensagen, der Herr Nerger ist einer der besten Pädagogen, die wir hier haben. Och, ging das runter wie Öl. Ging das runter wie Öl. Als meine Kollegin das heute gesagt hat, ich bin natürlich absolut nicht drauf eingegangen, weil Komplimente annehmen oder ich habe mir das einfach angehört und gedacht, ja, ich freue mich, aber ich zeige jetzt keine Emotionen, ich ignoriere das einfach. Aber ja, die Vorstellung, dass eine Mutti, die ihre Bedenken gegenüber einem Pädagogen äußert und Kollegin, also ja, natürlich wissen wir, wie es ist, die hat gesagt, ja, na klar, hier redet sich. Jetzt bin ich so abgelenkt. Wo wächst die denn noch überall? Die wächst ja gerade wie Hunde. So ein scheiß Muster, weil hier so Ringelreihe wuchs, finde ich jetzt nicht so geil. Ich möchte, dass die einfach gerade runterhängt. Aber die wächst und wächst und wächst. Nur da oben nicht. Obwohl ich da schon einen Strang hingetackert habe. Krass. Ne? Also mir ist bewusst, man wird da natürlich trotzdem noch denken, ja, Kollegen untereinander. Aber die Formulierung einer der besten Pädagogen, die wir hier haben, ist ja trotzdem was anderes wie, nee, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, der Herr Nerger ist total toll, der macht das super mit den Kindern, sondern es ist einfach eine superlative Formulierung und die hat mich natürlich sehr gefreut. Wollte ich euch nur mitteilen, ne, damit ich nicht immer nur selbstgefällig von mir selbst rede. Das machen auch meine Kollegen über mich. Außerdem, und das nervt mich ein bisschen an meinen Kleinteam-Kollegen, habe ich zurzeit so ein bisschen das Gefühl, sie verlassen sich darauf, dass wenn es irgendetwas zu klären gibt, ja, das macht dann schon ich. Ne? Die Garderoben
Nee, ich muss anders anfangen. Meine 1A-Garderobe sieht okay aus, weil ich meine Kinder von Anfang an darauf getrimmt habe. Ja, da bin ich der böse, strenge Herr Nerger, der in den ersten Wochen den Kindern sagt, ey, ihr schiebt eure Ranzen hier, und zwar nicht quer, sondern längs zur Wand, so hin, dass das genauso aussieht, wie ich das haben möchte, ohne Wenn und Aber. Punkt. Gibt's auch nichts zu diskutieren, muss ich euch auch nicht erklären. Ordnung ist hier festgeschrieben, die haltet ihr ein. Ja, manche Kollegen haben es nicht gemacht. Jetzt haben wir das Problem, dass es eine Klasse gibt. Ja, zu ihrer Verteidigung, also zu der Klassenverteidigung. Die hatten am Anfang eine Scheißsituation in der Garderobe, weil für die Ranzen kein Platz da war. Wir haben die Ranzen dann ausgelagert, einfach in den Gang daneben, und so, dass in der Garderobe wieder Platz war. Fakt ist, natürlich hat diese Klasse nicht von Anfang an gelernt, ihre Garderobe ordentlich zu halten. Und ich habe das letzte Woche meinen Kollegen auch so mitgeteilt. Wir müssen da mal was machen. Zwinker, zwinker, denn jeder ist eigentlich einer Bezugsklasse zugeteilt. Zwinker, zwinker, das heißt, ich muss das nicht. Ja, wir sollen alle mit allen Klassen arbeiten, aber trotzdem in solchen Sachen ist man der Bezugserzieher seiner Klasse. Hat natürlich keiner gemacht. Schlussendlich habe ich dann heute, als ich wieder an der Garderobe vorbeilief und sah, es sieht aus wie Bombeneinschlag und wir können froh sein, dass sich noch keiner beschwert hat, ja, alle hochgerufen. Und dann habe ich sie einmal runterneuert. Ja, da war ich wieder, der böse, strenge Herr Nerger, weil ich eigentlich voraussetzen kann, dass Kinder Ordnung halten können, dass sie eine Jacke an einen Haken hängen können. Das kann ich einfach voraussetzen. Da muss ich nicht pädagogisch sein, da muss ich nicht auf Augenhöhe sein, da muss ich, einen Scheißdreck muss ich da, das kann ich voraussetzen. Und wenn ich das nicht kann, dann... Boah, Halleluja, egal, ist ein ganz anderes Thema. Witzigerweise, und das finde ich wirklich witzig, denn dass meine Garderobe die ordentlichste ist, ist auch nicht nur meine subjektive Wahrnehmung, sondern das haben auch meine Kollegen mir schon so gespiegelt, kam heute ein Vater zu mir und sagte, ja, aber das wollte ich sowieso mal noch sagen, weil ich hatte erst was mit ihm zu klären, weil seine Tochter heute Quatsch gemacht hat. Und dann so, mal noch was ganz anderes, ich wollte es nur mal sagen, also die Ordnung in den Garderoben. Und ich war so froh, dass ich in dem Moment antworten konnte, ja, haben wir schon zur Kenntnis genommen, keine Sorge, wir sind schon dabei, wir haben heute schon mit der ersten Klasse angefangen. Ich rede dann natürlich von wir, weil ich natürlich mein Team gut dastehen lassen möchte, obwohl ich, einfach nur ich es getan habe. Ich habe gesagt, wir haben heute schon mit der 1C den Anfang gemacht und dann reden wir morgen auf jeden Fall auch nochmal mit den anderen Klassen. Was er nicht so ganz ausgedrückt hat, war, dass sie, also die Familie des Vaters, die mich angesprochen hat, so ein bisschen der treibende Keil dieser Ordnungssache war, dass sich in WhatsApp-Gruppen alle Eltern dann immer aufeinander stürzen und ja, das wissen wir, dass man das auch nicht so ernst nehmen braucht, weil das immer emotionale Überschwänglichkeit ist, wissen wir auch. Aber dass er, der das heute angesprochen hat, quasi das Ganze so weit inszeniert hat, dass in der WhatsApp-Gruppe sich geeinigt wurde, dass die Elternratssprecherin meiner Klasse mich heute nochmal ansprechen soll. Das wiederum fand ich, die kam natürlich an, das ist eine coole Frau, die hat auch ihren großen Sohn schon seit 4 Jahren bei uns, die kennt also die Abläufe, die hat auch schon anderes gesehen, die hat gesehen, als wir alle noch im Kleingebäude waren, die hat gesehen, als die Einser ausgelagert waren und so weiter und so fort. Und die hat dann auch gesagt, hier, ich soll meiner Pflicht Genüge tun, soll sie nochmal ansprechen auf die Ordnung in der Garderobe. Und da konnte ich ihr natürlich dann auch gleich sagen, ja, der Papa hat vorhin schon selber mit mir gesprochen. Und dann hat sie mir das quasi so geschildert, dass es in der WhatsApp-Gruppe am Wochenende heiß herging. Und ja, weil eine Sporttasche weg war. Ja, die Sporttasche hat das Kind einfach in der Sporthalle vergessen. Sind halt Kinder, soll passieren. Da war ganz viel Trubel am Wochenende in der WhatsApp-Gruppe, dass die Sporttasche wahrscheinlich jemand aus Versehen falsch eingepackt hat, dass die bitte wieder herzukommt. Und das Erste, was ich heute früh gemacht habe, war in die Turnhalle gehen, zu gucken. Da stand sie und habe es dem Kind auf den Platz gebracht, ins Klassenzimmer. Ne? Also alles geht gerade zum Positiven für uns aus, aber es ist halt trotzdem witzig, dass meine Garderobe kritisiert wurde, die ordentlichste ist. Und da sieht man mal, wie genügsam manche Eltern sind und manche eben nicht. Und auch da hat mich ja, wie gesagt, meine Elternratssprecherin dann einfach nochmal angesprochen und gesagt, ich sehe das, also meines Erachtens ist die Garderobe eigentlich immer ordentlich. Das sind halt Kinder, klar, da liegt mal eine Jacke unten, da liegen mal die Schuhe quer. Aber dann habe ich ihr gleich auch gesagt, ja, der Papa hat es mir, wie gesagt, erklärt. Und ich verstehe schon, wenn da das eine an der einen Ecke liegt, das andere an der anderen Ecke, dann vermutet man natürlich, dass das nicht das eigene Kind war, dass da andere Kinder fremde Sachen durch die Gegend werfen und. Mir wird immer deutlicher bewusst, die Kinder sind einfach sehr schlampig. Selbes Thema mit den Magneten. Letzte Woche habe ich geguckt am Montag, dass alle Magneten vollständig sind. Da, wo die Kinder ihren Aufenthalt an der Magnettafel anzeigen, wo sie sich im Hortgebäude befinden oder im Garten. Heute haben 9 Magnete gefehlt. Innerhalb von einer Woche sind 9 Magnete verschwunden. Ja, ich habe am Freitag 2 davon aus dem Klo gefischt. Wirklich aus dem Klo. Aber ich werde nun also morgen zu meinen kleinen Teamkollegen hingehen und sagen, hier, es gab Beschwerde wegen den Garderoben. Ihr sprecht jetzt bitte also alle nochmal mit euren Kindern. Außer die 1C, weil das habe ja ich heute schon gemacht. Dann rede ich natürlich auch
einfach mal mit meiner 1A und dann wird sich dieses Thema hoffentlich wieder senken. Und ja, jetzt habe ich sehr gediegen und ausgiebig und langsam das erzählt, was ich erzählen wollte. Wie sich die Belichtung langsam anpasst. So, wo sehe ich denn, wie lange ich... Oh, 16 Minuten aufgenommen. Das ist jetzt natürlich geil, ne? 16 Minuten Gelaber jucken mich nicht mehr, weil die haue ich einfach in den Stille-Erkennungsalgorithmus und weiß, dass es perfekt geschnitten wird. Ich muss nur da, wo ich mich versprochen habe oder was Falsches gesagt habe und mich wiederholt habe, manuell noch rausschneiden. Und das sind 3 Klicks, Freunde. Mega. Klar, ich muss 16 Minuten Probe gucken, aber ich muss das nicht mehr händisch schneiden. Und das ist geil, Freunde. So, und jetzt machen wir nämlich wieder auf 28 mm. Und dann seht ihr nämlich, wie es hier eigentlich aussah. Ja, und... Nee, Bildstabilisator mache ich jetzt nicht noch aus. Ne? Hier Softbox, da Ringlicht. Und jetzt kann ich auch nochmal rankommen. Beziehungsweise ich hätte natürlich auch so filmen können, indem ich euch einfach ranhole und an derselben Position stehe. Und dann hätte das Ganze eben so ausgesehen. Ne? Das ist das Krasse an Linsen, an Weitwinkeln. Oh, aber hier ist der Weißabgleich, beziehungsweise der Belichtungsabgleich. Ja, jetzt. Okay. Wow, das hat jetzt aber lange gedauert. Ah, und jetzt bin ich wieder heller. Okay, je nachdem, wie ich mich drehe. Okay, okay, okay. Aber okay. Den Rest macht die Nachbearbeitung. Ja, also ein bisschen die Belichtigkeit. Beziehungsweise stimmt, auf dem Handy war es ja zuletzt unterbelichtet. Vielleicht ist es jetzt auf dem Handy gut belichtet und nur auf dem Display der Kamera ist es ein bisschen überbelichtet. Who fucking knows? Ich esse jetzt. Moment. Königsberger Klopse aus der Tiefkühle. Ja, da sind sie, die Klöpschen. Und dann schneide ich noch ein bisschen Video, denn ich bin ja diszipliniert und gehe nicht sofort ins Bett.